herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Heute war ich tatsächlich nur beim Lidl, da ich bei Rewe heute nichts brauchte, weil Bananen habe ich nämlich noch. Genau, und Brot habe ich auch noch da, deswegen brauchte ich jetzt nicht woanders hingehen, sondern nur zum Lidl. Ich fange mit Eis an, was ich heute gekauft habe, denn unsere Eisbox ist schon gut geleert. Und auch wenn das Wetter jetzt nicht so sommerlich warm ist, wie sein könnte, und wir gerade so einen kleinen Herbsteinbruch haben, dachte ich mir, Eis schadet nicht, Eis macht glücklich, Eis bringe ich mit. Genau, deswegen ist einmal mitgekommen hier Sandwich-Eis. Dann hat hier so mit Triple-Karamell-Hörnchen nannte sich das. Das fand ich sah ganz gut aus. Und es war eine App, günstiger, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe da nur ein Cent drauf gekriegt. Also ein bisschen verwirrt bin ich zwar schon, aber ist okay. Habe ich hier dieses super soft Kakao mitgenommen. Es gab wohl noch eine andere Sorte, aber die war bei uns nicht erhältlich. Auf jeden Fall habe ich Kakao mitgenommen. Genau, das waren die drei Eissorten. Die packe ich kurz weg. Falls ihr so ein köchelndes Geräusch hier neben mir hört, das liegt daran, dass ich Nudeln bereits koche, damit mein Mann Nudeln mit auf Arbeit nehmen kann nachher. Und genau, deswegen koche ich die schon. So, machen wir weiter. Es sind mitgekommen 6 Liter Milch. Dann ist ein Päckchen Eier mitgekommen, ein 10er. Diesmal habe ich nur eins bezahlt. Extra nachgeguckt, ne? Aber ich war auch heute nicht bei ihm an der Kasse. So, dann habe ich 4-mal passierte Tomate mitgebracht. Nicht gut dabei. Dann habe ich 2-mal Cremosano mitgebracht. Dann habe ich ein Kefir mitgebracht. Einen Mozzarella. Parmesankäse. Dann habe ich einmal den leichten Gouda mitgebracht. Und ja, der ist furchtbar teuer, aber der schmeckt mir halt am besten. Dann habe ich, war auch gerade ein bisschen im Angebot, Hähnchen-Minutenschnitzel habe ich mitgebracht. Und Puten-Hacksticks habe ich auch mitgebracht. Dann habe ich geschwärzte Oliven mitgebracht. Dann habe ich eine Dose Ananas in Scheiben mitgebracht. Dann habe ich Paprikasalami mitgebracht. Dann die normale Truthahn-Salami. Gab es leider nur ein Päckchen. Dann waren Käsewiener im Angebot. Deswegen habe ich 2 Pakete Käsewiener mitgenommen. Ein Päckchen Schinken habe ich schon mal mitgenommen. Meins ist zwar noch was drin, aber ich dachte, ich bringe mir schon mal 9 mit. Dann habe ich wieder einen Käse am Stück mitgebracht. Dann habe ich hier so ein paar Knickknacks für Arme. Die sind halt nicht so teuer beim Lidl. Ich glaube 1,29 Euro. Gut, da sind halt auch nur 200 Gramm drin. Und ich weiß nicht, wie sie schmecken, aber ich wollte die mal ausprobieren, weil Knickknacks an sich finde ich ganz lecker, aber kaufe ich nicht. Ne? So eine Tüte ist ja absurd teuer, wenn man. Deswegen mal gucken, ob die vielleicht genauso gut schmecken. Deswegen habe ich sie mal mitgebracht. Dann habe ich aber auch noch Cashew- und Erdnuss-Mix mit Honigsalz mitgebracht. Und die sind ultra lecker. Die sind ganz schlimm und da muss ich echt aufpassen, weil die sind wirklich sehr gut. So. Dann habe ich aber außerdem noch den Nussfruchtmix wieder mitgebracht. Dann gab es in der Aktionstruhe Leerdammer eine XL-Packung. Dann habe ich noch gekochten Schinken mitgebracht. Dann habe ich ein paar Champignons mitgebracht. Eine Tüte Buschbohnen. Ein 4er Päckchen Joghurt. Ich kann das hier abstellen. So, auf meinen Käse. Dann habe ich hier ein Päckchen Gnocchis mitgebracht. Und zu guter Letzt gab es Chips heute von Funny Frisch im Angebot. Da habe ich mal 2 Sorten mitgebracht. Einmal die ganz normalen ungarischen habe ich nochmal mitgebracht. Und Chili Mayo. Habe ich noch nie gegessen, ne? Kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das schmeckt. Aber ich werde es ausprobieren.
Ja, genau, das möchte ich auch noch mitbekommen. Das war es auch schon. Den Rest kaufe ich dann erst Donnerstag, weil wir bis dahin erst dann wieder Sachen essen, wo ich für einkaufen gehen müsste. Weil ich dann frisches Fleisch und so brauche. Genau, deswegen kommen wir jetzt mal zu meinem Plan für diese Woche. Ihr glaubt gar nicht, wie warm hier ist, ne? Es ist so drückend draußen. Das ist der Wahnsinn. Wie viel Grad haben wir? 20 Grad, ne? Aber eine Luftfeuchtigkeit haben wir jenseits von Gut und Böse. Also, es gibt Pasta in Champignon-Rahmsoße. Die gibt es tatsächlich heute. Dann gibt es Gnocchi mit Hacksteaks. Dann mache ich einmal Hähnchen mit grünen Bohnen. Dann soll es von letzter Woche noch Kartoffelsuppe geben. Die habe ich nämlich vergessen. Beziehungsweise... nicht vergessen, ich habe, Gegenstände dafür vergessen, und zwar Suppengrün. Ich hatte kein Suppengrün gekauft und dann dachte ich so, ah, da machen wir doch keine Kartoffelsuppe. Machen wir nächste Woche. Also machen wir diese Woche Kartoffelsuppe und dafür kaufe ich am Donnerstag dann das Suppengrün. Genau. So, dann gibt es noch Hawaii-Schnitzel mit Ananas im Ofen mit Käse überbacken. Schnitzel kaufe ich dann auch erst Donnerstag wahrscheinlich. Dann will ich selbstgemachte Pizza machen und dann soll es noch gefüllte Paprika geben. Genau, das war's. Diesmal ist nicht so viel an Grünzeugs auch mitgekommen, weil ich echt noch viel da habe. Entschuldigung. Ich habe noch viel Grünzeug da. Ich habe noch Frühlingszwiebeln da, die habe ich nämlich ins Wasser hinten gestellt. Die kommen auch schön nach. Ich war am Samstag auf dem Markt, da habe ich mir ein bisschen was an Obst noch mitgeholt. Und Bananen habe ich, wie gesagt, noch da. Brauchte ich also nichts kaufen. Genau. Gut. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Start in diese neue Woche. Ich hoffe, du hattest einen schönen Montag. Und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und bis dann. Tschüss.